So, da wären wir wieder. Und zuallererst nimm ab, Glas abgedichtet. Jo, wir brauchen Sauerstoff. Nimm ab. Sauerstofftank. Ja, müsste soweit hinhauen. Okay, das war die erste Sache, die geschrieben wurde, weil sonst wäre der Sauerstoff irgendwann alle und wir kommen dann später auf den Mars an und haben keinen Sauerstoff mehr und sterben. Und müssten alles nochmal machen. Das wäre nicht so schön. Dann gab es mehrere dezente Hinweise, dass wir uns auf dem Mars besser umgucken sollen. Das heißt, Zack bleibt jetzt mit seinem Taucheranzug hier stehen. Und wir wechseln zu Melissa. Oh, die waren beide im Bus. Nee, nicht Cashcard mit Helm. Das gibt's so nicht. Benutze Helm mit nervigem lauten Geräusch. Wechsel zu Leslie. Ich habe das bestimmt schon gemacht vor kurzem, ich will nur sicher gehen. So, wer hat das ganze tolle Zeug? Das bist du, richtig? Melissa hat nichts außer dem Rekorder, den wir nicht mehr brauchen, weil wir alles schon geöffnet haben. Glaube ich. Das heißt, du zieh an Helm. Ich habe den Helm angezogen. Leslie, zieh an. Nicht Kiep. Zieh an Helm. Ich habe den Helm angezogen. Okay. Öffne Tür. Raus. Ja, auf Mars umgucken. Riesengesicht. Oh. Ich habe mir gerade vorgestellt, was wäre die nervigste Stelle, wo wir uns noch nicht umgeguckt haben? Und das wäre die Geschichte mit dem Labyrinth. War das Labyrinth hier? Oh, wo hast du die Taschenlampe? Ja, hast du. Okay. Geh rein. Nope, weiter rein. Schalt ein Taschenlampe. Ja, hier ist das Labyrinth. Problem, ihr wisst doch noch, wie ich diese Zeichnung gemacht habe, richtig? Die Zeichnung ist irgendwie weg. Also müssen wir jetzt nochmal neu anfangen. Das heißt, ich schreibe auf A, Pink, Gelb. Den muss ich auf Englisch machen, weil sonst haben wir G und G für Gelb und Grün. Also Pink, Yellow, Green, P, Y, G und da müsste immer noch ein B zwischen sein. Genau, dann kommt B und ein Exit für E. Was ich aber noch wusste war, wenn man durch das Exit geht, kommt man eine Stufe drunter wieder raus und die Farben verschieben sich alle um einen nach links. Das heißt, wir hatten jetzt P, Y, G, B. Also Purple, nee, Pink, Yellow, Green, Blue. Wenn ich jetzt hier durchgehe, müsste es Yellow ganz links sein. Genau. Yellow, Green, Blue, Pink. Pink am Ende. Und dann gab es noch den netten Nebeneffekt, dass irgendwann irgendwelche Farben wegfielen. Und Exit. Das heißt, ich mache wieder die schönen Verbindungen. Stellen. Kommen grün raus. Jupp. Exit. Green. Da. Und dann hatten wir es so gemacht. Links war dicht, ne? Ja. Dann hatten wir es so gemacht, dass wir nach und nach die durchgegangen sind. Irgendwann hatten wir irgendwas gefunden. Ich weiß nicht mehr was. Wir hatten irgendwas gefunden. Ich glaube, das könnte die Sauerstoffgeschichte gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. So, wir sind jetzt beim ersten, zweiten, dritten Raum. Wir gehen in den vierten Raum. Das ist noch normal. Oder war es so, dass man jetzt einmal im Kreis lief, wenn man das so macht, wie ich jetzt mache? Ah, schon wieder so lange her für mich. Also blau, gelb. Da fehlt pink. Nach blau kam pink und dann gelb. Okay.
Also, Blue, Yellow, Pink habe ich auch hoffentlich nicht verpasst. Blue, Yellow, Green und Exit. Du von da nach Blau. Krickel, krackel, krickel. Exit. Oh, hier ist wieder ein Ausgang. Ah, genau, also Pink ganz links und links ein Ausgang. Das müsste wieder der allererste Raum sein. Ich teste nur zur Sicherheit, also müsste es eigentlich sein Pink, Yellow, Green, Blue. Pink, Yellow, Green, Blue. Okay, also verbinde ich das unterste mit dem obersten, sind wir einmal im Kreis gelaufen. So, jetzt gehe ich zurück durch Pink. Pink. Da. Und bin jetzt in Raum 1, 2, 3, 4. Und gehe jetzt in Grün rein. Einfach nur, um zu gucken, wo ich rauskomme. Pink. Blue. Was? Es gibt keinen Pink-Blue-Raum. Also ist der neu. Gut. Pink. A. Nee, also A, dann Pink, dann Blau. Was geht's weiter? Dicht. Das ist ein sehr abgefahrener Raum. Okay. Ich muss mal kurz nachvollziehen, wie ich hierher gekommen bin. Pinke Tür. Grüne Tür. Also die grüne Tür im vierten Raum führt zur pinken Tür in einem sehr abgefahrenen Raum. Ja. Ich gehe mal hier durch den Ausgang. Hä? Und bin bei Pink, Gelb, Grün. Ausgang. Oh, der Ausgang führt zu... Ich sollte mir echt merken, durch welche Tür ich komme, verdammt nochmal. Ja. Gelb. Also der Ausgang im sechsten Raum führt zu Gelb im... So. Bringt uns also gar nichts. Geh wieder zurück. Wir sind jetzt im abgefahrenen Raum. Das heißt, wir waren im abgefahrenen Raum noch nicht in der blauen Tür. Gehen wir in die blaue Tür. Komm schon, Jungs. Das könnt ihr ruhig einfach gestalten. Aber cool. Okay. Merke, du kamst gerade aus einer blauen Tür und du bist in einem gelben rausgekommen. Gut, was haben wir rechts von dir? Gelb, grün, Ausgang. Das ist neu. Gut, nach links. Blau. Okay, das ist ein neues Ding. Also blau, yellow, die dritte Farbe habe ich mir nicht gemerkt. Aber yellow kam nicht raus. Also ich mal kombiniere schon mal Fundraum 1, 2, 3, 4, 5. Der abgefahrene Raum. Die blaue Tür führt zu einer gelben Tür in noch einem abgefahrenen Raum. Und ich muss kurz gucken, was die dritte Farbe ist, sorry. Und dann springen wir entweder ganz links in das Blaue rein oder hier ins Gelbe. Ne, das Gelbe, da kamen wir her. Grün. Blue, Yellow, Green. Und rechts war gar nichts, oder? Doch, ein Exit. Gucken wir ins Exit. Ich... Pink. Oh, warte mal. Ne, ist was anderes. Schon wieder ein anderer Raum. Also wir haben Ausgang links, wir sind bei Pink rausgekommen. Ja, daneben haben wir Gelb, also Yellow, PY. Oh, warte mal. Wenn da jetzt gleich Grün kommt, sind wir im allerersten Raum. Jo, wir sind im allerersten Raum. Dann kommt gleich Blau und ein Ausgang. Ja, das wollen wir absolut nicht, das ist also kein neuer Raum. Der Ausgang aus Raum 5 führt zum Pink. Yes. Den Raum hatten wir schon. Bin nur am Durchstreichen. Das ist alles gut. Blau führt BYGE. Raum 4 und 5 sind komisch quer verbunden. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es für euch nicht besonders interessant ist, mich hier zu verfolgen, wie ich hier durchgehe. Aber wenn ich leiden muss, müsst ihr auch leiden. Geh mal raus. Sind wir jetzt im Startraum? Nö. Wir sind in Gelb. Yellow.
gehen wir mal hier ins Blaue rein. Gucken, wo wir da rauskommen. Blau. Wir sind pink rausgekommen. Yellow, pink. Yellow, pink hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also, Ausgang, yellow, pink. Pink kam raus. Von da nach da. Gucken, was da andere für Räume hier sind. Das ist eine Heidenarbeit, nur um so eine doofe, frisselige Zeichen. Oh, oh. Das ist echt ein komischer Raum. Aha! Also, abspeichern. Abspeichern. Spiel speichern. Ah. Den werden wir nicht mehr brauchen, denke ich. So, wir haben... Öffne Karte. Scheint nicht aufzugehen. Lies. Karte. Eine uralte Karte von der Erde. Ja. Da ist die Tür des Wings und da ist der Teleporterraum wahrscheinlich. Lies. Seltsame Zeichnung. Flup. Was bist du? Ich mal's einfach mal auf, aber ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Eine Garage? Hey, warum gehst du weg? Mir die Garage angucken. Ich habe keine Ahnung, was darstellen soll, aber wir haben es jetzt. Du geh zurück. Also, oh, unbedingt markieren, wie ich hier komme. Also im zweiten Raum die blaue Tür führt zu einem pinken Ding. Und von dem Raum mit dem pinken Ding rechts der Ausgang. Gut, habe ich. Also ich könnte theoretisch hier schnell rauskommen. Das heißt, sie kann ruhig hier stehen bleiben, wenn sie irgendwann Sauerstoffprobleme bekommt, die sie nicht bekommen sollte. Nimm mal ab. Hab gerade abgespeichert. Nimm ab Helm. Okay. Wechsel zu Melissa. Schließe Tür. Nimm ab Helm. Warte. Jetzt. So. Also beide haben Helm abgenommen. Keiner von beiden kann ersticken. Alles ist gut. Wechsel zu Zack. Benutze gelber Buntstift mit seltsamer Zeichnung. So, jetzt machen wir hier das komische Garagentor. Da, da. Da, da, da. Na komm. Mir fällt immer noch nichts Besseres ein, was es sein könnte. Leuchtturm. Zeichnung vollenden. Bam. Genau. Geheimer Eingang. Warte mal. Lies Schild. Ich kann den Kram nicht lesen. du? Geh mal ganz kurz zurück. Obwohl wir am Wechsel zu... Annie. Annie kommt hier nicht raus. Weil sie nicht springen darf. Kannst du zur Treppe? Ich komme nicht ran. Okay, wechsel zu Zack. Zack, du darfst einmal durch die Wüste laufen für deine Frau. Wie sich das gehört, gehe zur Wüste. Im Taucheranzug natürlich. Diesmal aber ohne Nasenbrille und Hut und ohne Sushi-Glas auf dem Kopf, ohne Sushi und Duct Tape und all anderen Gedöns. Sauerstofftank. Hm. Also da rein, Schalter drücken, sie rauslassen. Wir sollten sie eh anders hinstellen. Dass sie jeder... Schalt ein... Feuerzeug. Da, Durchgang. Ja, okay. Schalt aus, Feuerzeug an. So, Treppe hoch. Schalter drücken. Dann überlegen wir uns genau, wie wir sie hinstellen. Benutze den Hebel. Bam. Also, Zack kann sich jederzeit hin und her teleportieren und kommt dann hier raus. Wechsel zu Annie. Annie stellt sich dahin.
Mist, denn ist Zack reich gefallen. Wechsel zu Zack, geh dahin. So, benutze Schalter. Okay. Das heißt, sie kann später den Hebel drücken, Zack teleportiert sich hierhin, kann den anderen Hebel drücken. Und er kommt an die Dinger ran. Hat Annie irgendwas Wichtiges dabei? Ein Seil.